Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Bastian Glut Zero mal zwei, alkoholfrei und zuckerfrei gesüßt. Bei mir wurde 2007 eine Fruchtzuckerunverträglichkeit diagnostiziert und deswegen scheiden für mich alle Weine, gerade auch Glühwein oder Sekt, also alles scheidet aus, was eine Restsüße hat. Wenn ich was bedenkenlos trinken will, dann sollte es möglichst wenig Zucker enthalten, also möglichst durchgegorener Wein. Ein trockener Wein kann schon mal grenzwertig sein, gerade wenn die Gärung gestoppt wurde, dann erhält er nämlich zu 100% Fruchtzucker. Wenn man jetzt so an einen Riesling denkt, der eine entsprechende Säure hat, können da bis zu 9 Gramm pro Liter Fruchtzucker drinnen sein. Das ist die Obergrenze für einen trockenen Wein. Das wäre dann viel zu viel. Also muss ich da immer auch ein bisschen schauen, was ich trinke. Und so kam dann schnell die Idee auf, wir könnten ja etwas zuckerfrei machen. Allerdings das Weinrecht verbietet bei einem Glühwein den alternativen Zuckerzusatz. Ich habe jetzt allerdings gelesen, es ist auch Traubenzucker möglich, kann also durchaus sein, dass ich das machen werde, weil Traubenzucker darf ich trinken. Zu dem Zeitpunkt, als es hier drum ging, um die Produktion, war eben nur eine alternative Kategorie möglich. Und da haben wir sehr viel das europäische Getränkerecht gewälzt und haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir eine Alternative machen können, die jetzt in dem Fall alkoholfrei ist. Alkoholfrei bedeutet unter 0,5 Volumenprozent Alkohol. Das ist das Nullsummenspiel bei jedem Menschen, ob Kind oder Erwachsener. In diesem Bereich kann der Alkohol oder wird der Alkohol sofort abgebaut, denn auch Fruchtsäfte enthalten oftmals eine nicht unwesentliche Menge Alkoholgehalt, wo die Früchte eben angegoren sind. Und da gibt es eben auch Grenzwerte. Und da liegen wir also auch im Bereich eines Fruchtsaftes, sodass der eben alkoholfrei gilt. Man könnte für die Destillation, wie das hergestellt wird, also es wird ganz normaler Wein hergestellt, dann wird in einer Vakuumdestillation, das ist eine sehr große Anlage, da müssen wir den Wein auch fortfahren und wiederholen, wird der Alkohol bei 30 Grad entzogen. Dadurch wird das Produkt, das übrig bleiben soll, eben nur wenig thermisch belastet. Und dann wird mit den normalen Glühweingewürzen, in diesem Fall eben mit den Süßstoffen Acesulfam K und Aspartam, dann wieder gesüßt. Im Geschmack, Aroma würde ich sagen, wie ein normaler weißer Glühwein. Das Wärmende eines Glühweins entfällt hier natürlich bei der alkoholfreien Variante, aber trotzdem haben wir eben den Eindruck eines weinigen Geschmacks. Das ist jetzt persönliche Ansicht. Ich bin der Meinung, dass eben, wenn jetzt unsere Kinder ein Glas von dem Wein trinken, es keineswegs eine Gefahr besteht zu einer Hinführung eben zum Wein, zum Alkoholismus. Wir sind uns natürlich der Risiken durchaus bewusst, aber gerade, dass ich als Kind einmal probieren durfte, wie ein Wein schmeckt, das hat bei mir die Neugier letztendlich dann befriedigt, sodass ich dann gar keinen Anhaltspunkt hatte, jetzt im Geheimen etwas zu trinken. Und die Gefahren des Alkoholismus, so mal so nebenbei, ist natürlich auf der einen Seite eine Veranlagung, auf der anderen Seite natürlich auch eine positive Denkweise. Deswegen schauen Sie, dass Sie Ihren Kindern eine positive Welt vermitteln. Und das versuchen wir eben auch mit unseren Produkten zu machen. Genießt das Leben, aber nimmt es nicht hier irgendwie als Sorgenbrecher. Deswegen sehen wir das eben als unproblematisch an, aber da muss jeder natürlich seine eigene Entscheidung treffen, wie er das Produkt handhabt. Auf alle Fälle auch für die Großen, die dann Auto fahren müssen oder beispielsweise schwanger sind, eine schöne Alternative zu genießen, ohne die negativen Einflüsse, in dem Fall des Alkohols, zu haben.